Es war ungefähr zur gleichen Zeit, wo dann plötzlich auch die KMM-Gang, es ist irgendwie auch selbstverständlich, als erfolgreichste Newcomer-Gruppe das Ziel wurde für ganz viele Disses. Viele Leute haben versucht, euch so als Punching Ball zu benutzen, um einfach irgendwie aktiver zu werden, um einen Beef zu inszenieren. Ganz viel kam von der Mega-Musik-Ecke, von 18 Karat, natürlich auch Dortmunder, der dann bei Farid gesigned hat. So aus der Ecke kam ganz viel. Mhm. Wo ich das Gefühl hatte, ihr habt nie richtig drauf reagiert. Also ihr habt einfach eure Musik gemacht und dem Beef wurde nie das gegeben, was von der anderen Seite gewollt war. Ja. Habt ihr darüber gesprochen? War das eine Entscheidung? War das eine Bauchsache? Wie seid ihr damit umgegangen, von einem der größten Camps zu dem Zeitpunkt oder bis zu dem Zeitpunkt im Deutschrap so angefeindet zu werden? Mhm. Scheinbar ohne Grund für die Leute außen. Mhm. Das Ding ist, für mich, ich kenne das halt nicht, dass man Leute, egal wer jetzt so, angreift, die man nicht kennt, persönlich. Weißt du? Mhm. Für mich muss immer eine persönliche Beziehung da gewesen sein oder ein persönlicher Bezug so, dass du sagen kannst, okay, Digga, so, der hat das und das vielleicht gemacht oder was auch immer so, ne? Aber auf rein musikalischer Ebene kann ich auf sowas nicht, weil für mich hat das mit Rap, das ist für mich nicht Rap, weißt du? Also es gehört schon dazu, betteln und sich zu messen und so, aber das ist ja gar nicht der Fall. Weißt du, was ich meine? Ja, sondern wenn einer sich betteln will, Bruder, jederzeit. So, auf musikalischer Ebene. Ich gehe jetzt nicht irgendwo hin und freestyle da 16er runter bei irgendeiner Veranstaltung. Aber du weißt, wie ich das meine, so, ne? Das ist kein Problem. Aber wenn es dann wirklich anfängt, so ekelhaft zu werden, so, dann hört es auch einfach auf, weißt du? Bitte? Hast du das Gefühl, dass es in den Texten ekelhaft geworden? Oder hat es damit zu tun, was überhaupt generell passiert ist? Also guck mal, bei mir, ich kann den Leuten auch, also ich habe den Leuten meiner Meinung nach auch immer wenig Angriffsfläche gegeben, weißt du, weil ich bin kein Typ, der so mega, mega krass von sich erzählt und sich so für den Dings hält, weißt du, so, was willst du jetzt mich angreifen, Bruder, so, weißt du, willst du mein Aussehen angreifen, okay, hahaha, schön, ich bin Rapper, ich bin kein Model, so, weißt du, was willst du sonst, meine Klamotten, mein Dings, also verstehst du, wie ich das meine, Bruder, für mich ist das einfach so, ich kann keinen Bezug zu Menschen herstellen, die ich nicht kenne, Bruder. Das geht nicht. Und das in jeglicher Hinsicht so. Für mich. Ich fand es interessant, weil so im großen Deutschrap, soll ich sagen, in der Deutschrap an sich, wenn man sich das anguckt, ist Banger Musik natürlich ein Label. Und gerade Farid ist jemand, der genau damit, das war sein Ding. Er war so Deutschraps 50 Cent. Er ist groß geworden damit, dass der Leute gedisst hat, die haben dann geantwortet, sind quasi in die Falle getappt und dadurch wurde es immer größer und immer mehr. Nennst du das Falle, ja? Nein, ich nenne das, also ich meine, er schickt halt Schüsse raus an diverse Leute. Ja. Und die Leute, die antworten, na, mit denen geht es dann weiter. Und das ist natürlich alles so ist Aufmerksamkeit und so weiter. Okay. Und ich hatte das Gefühl, ihr wart eigentlich bis zum heutigen Tage die einzigen, die ein Beef, wenn man das so sagen kann, gewonnen haben oder unbeschadet. Ja, findest du? Gegen Banger Musik. Ja. Alle anderen haben... Bruder, ich so kann Jahre für mich sagen so, gelassen, sorry, dass ich unterbreche, Bruder, aber das ist so eine Sache... Ich kann nichts gewinnen oder verlieren. Mhm. Weißt du, was ich meine? Bruder, ich bin in meiner eigenen Liga. Ich konkurriere nicht mit irgendwelchen anderen Leuten. Weißt du? Das interessiert mich ehrlich gesagt nicht, ob einer jetzt so und so was sagt oder das und das macht oder da erfolgreich ist oder da nicht erfolgreich. Weißt du, was ich meine? Sondern ich bin wirklich da so, dass ich sage, ey, ich arbeite an mir selbst. So. Ja. Weißt du, das ist für mich wichtig und deshalb... Weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, gewonnen, verloren oder was auch immer. Genau das wollte ich aber sagen. Ohne etwas zu machen, habt ihr das Ding gewonnen. Ja. Also ihr habt einfach nicht teilgenommen an diesem Beef so. Das ist schon so, dass man sagen muss, ey, da kommt jetzt ein neuer Typ so, der bringt mal frischen Wind mit. Bruder, feature den doch. Ja. Feature den doch. Mach doch einen Remix von seinem Song. Frag nach, ob das irgendwie klar geht. Kam sowas? Pusht euch doch gegenseitig. Nein. Eiskalt. Das ist krass, kam nicht. Das ist der größte Hit der Deutschrap so und keiner wollte den Remix. Das kam eiskalt. Ich glaube, weil es auch einfach zu wumm wurde, so, weißt du? Viele Leute haben auch danach irgendwelche Komplexe geschoben, habe ich das Gefühl gehabt. So. Obwohl ich mich eigentlich gar nicht verändert habe. Du musst ja dir vorstellen, Bruder, du gestern war so und heute ist so. Klar, normal verändert sich viel. Aber dein Charakter ändert sich ja nicht innerhalb von einer Woche. So, und dann kriegst du schon so vorwurfvollmäßig gesagt, weil die Leute ihre Komplexe auf dich projizieren sozusagen, weißt du? Ja. Aber so eine Anfrage oder so gab es nie tatsächlich. Das ist verrückt, sehr, oder? Sehr wild, das ist der größte Hit, den wir so hatten die letzten 10 Jahre. Also ich kenne keinen größeren auch. Soll doch jeder sein Ding machen, oder? Was? Wem willst du jetzt so, was schadet dir das so, weißt du, wenn ein anderer so
Verstehst du? Ich gucke mal zum Beispiel, ich bin ein Typ, ich gucke viel nach Frankreich, Amerika. Bruder, da kommt einer durch die Decke. So. Bro, der hat einen Mega-Hit. Digga, die Leute remixen den. Ja, des genau. Todes, die holen den auf ihre Platten, ja, genau. Die holen den auf irgendwelche Festivals, die bringen den dahin. Das ist doch so ein Hip-Hop-Gemeinschaftsding, ja, genau. So, weißt du? Das bringt dir nichts, wenn du den jetzt da anfeindest, weil alle verlieren, ja, am Ende des Tages. Ja. Weißt du, ich meine, wenn du anfängst, Leute zu beleidigen, es fällt erstmal auf dich zurück und vielleicht beleidigst du den Typen dann so krass, dass er auch irgendwie Schaden davon trägt. So, aber am Ende des Tages. Das stimmt. Also wenn da keine persönliche Fehde ist. Ja. Bei einer persönlichen Sache ist es wiederum was anderes, finde ich. Ja. Aber alles andere